Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Die Bastelbude geht weiter. Weil ich höre nämlich jetzt den Game Sound über Monitoring und da passiert dasselbe wie für euch, nämlich wenn ich quatsche, dann haben wir Ducking. Finde ich dann ziemlich praktisch, weil immer wenn ich quatsch, dann ist das Spiel für mich auch leiser und dann werde ich hier nicht komisch lauter beim Reden. So, dann musste ich mir noch extra ein Profil erstellen bei Nvidia, dass er hier ein normales VSync nimmt, weil mit FastSync das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Da fühlt sich das Spiel nämlich zu schnell an, witzigerweise. Ja, und jetzt gucken wir mal. Das fühlt sich immer noch so schnell an, irgendwie ist das merkwürdig. Guck's denn da so? Naja, wir spielen jetzt einfach erstmal und gucken mal. Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal nicht mehr so nach Tearing aus, ne? Für die Aufnahme. Das ist das Wichtigste überhaupt. So, mit V oder womit konnte man sich den Weg anzeigen lassen, wo man hingehen soll? Das ist jetzt die Frage. Ja. Ist ja gut, Kleines. Ach, mit der N-Taste. Ja, ist halt schon lange her. Ich habe hier keine Ahnung mehr, ne? Aber sie macht einfach die Hütte da auf. Ja, ist okay. Immer wieder so ein Cocktail hier. Das Wort des Propheten und so bla und so fort. Geht viel zu schnell direkt der Text. Kann ich mir dann nachher mein eigenes Video angucken, um das nochmal zu sehen? Dann kann ich auf Pause klicken. Unser Prophet. Ende. Naja. Okay. Mal wieder ein Lockpick gefunden. Die Bumme da. Ne? Haben wir hier etwa Gegner?
Gleich hier voll die Action wieder. Fängt ja gut an. Ja, was ist denn los, Kleines? Alles in Ordnung, ist doch gar keiner da. Oh Mann. Ja, kann man hier irgendwas durchsuchen oder? Ja, einfach nix. Hier gibt es irgendwie einfach nichts, ne? Ja. Ist doch gar keiner da in Kanada. Ja, schieß mal da. Ich loote jetzt in aller Ruhe, einfach weil es geht. ja. Seite 7 von 8, wofür auch immer. Ja, das war cool. Dann looten wir mal weiter, würde ich sagen. Einfach mal einen Kamin. Na ja, gut. Irgendwie hatte ich das ein bisschen schwieriger in Aktion in Erinnerung, aber gut. Geht schon klar, ne? Tja, meinetwegen. So, da kann man runter. Und was ist hier noch? Hier kann man auch nur runter gleich, oder wie? Ja, gut. Linearität bis zum Abwinken, würde ich sagen.
Aber ja gut, so ist das halt bei diesen ganzen neueren Spielen so, ne? Ich sag ja schon nichts mehr, ich beschwere mich ja gar nicht. Ja. Ach, hier mit dem Lockpick geht's dann jetzt hier weiter, ja? Ja, dann mach mal. Ich hoffe, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert durch diese Ducking-Geschichte hier mit meinem Abhören über das Monitoring, dass meine Renderverzögerung auch passt für die Aufnahme. Ich höre es jetzt nämlich gerade ein bisschen verzögert, das ist ein bisschen dämlich. Aber trotzdem spielbar, witzigerweise. Also so schlimm kann es dann noch nicht sein, wenn es dann tatsächlich nicht so ganz passt. So auch von wegen Lippensynchronität. Naja, mal gucken. Ach Mädel, stehen wir doch nicht immer im Weg. Was kann ich mir, wie ist das hier eigentlich? Gibt es hier einen Schwierigkeitsgrad? Ich spiele auf normal. Okay. Was gäbe es sonst noch? Schwer. Okay. Na, ich bleibe aber lieber dabei. Ich will es ja auch nicht übertreiben. Ja, Lockpick. The Founders will bleed. Die Finder wollen bluten. Wenn man das so wortwörtlich übersetzen darf. Sollte, kann. Oh, Kakerlaken hier. Die sehen ja ziemlich schlecht gemacht aus. Einfach nur so 2D auf dem Boden. Ups. Nee, noch nicht. Das allererste Mal möchte ich hier mal gucken. Ja, nehmen wir gerne. Ich will hier nämlich erstmal noch looten, da gab es gerade jede Menge Kohle, nicht? So. So, dann nehmen wir den Riss wahrscheinlich, um das da rüber zu kriegen, ne? Mir scheint auch so, als hätte ich das ein bisschen zu leise gemacht hier. Tatsächlich. Pum. Ja, das ist. Können wir wahrscheinlich nur noch zurücklaufen, ne? War halt sowieso alles ein bisschen abstrus mit diesen Rissen und so, aber es war irgendwie cool gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das seinerzeit mal richtig durchgespielt habe, war das echt mega.
Das Anti-Aliasing könnte eventuell etwas toller sein. Vielleicht soll ich das von Hand nochmal nachkurbeln über das Nvidia-System-Steuerungsgedöns. Was ist jetzt mit den Typen hier los? Vox rufen wieder, oder? Wegen diesen Vox Populi, diese Gruppierung nehme ich doch an. Das klingt nach einem Plan, ne? Zurück zu Shen Lis Werkstatt. Ja. Reich verlassen. Was zur Hölle? Ach so, wir sollen hier einfach fahren. Na, dann machen wir das doch. Ach, wir sollen in die andere Richtung. Wie hat man denn hier die Richtung gewechselt? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall sollen wir in die Richtung. Noch weiter, okay. Bin ich halt völlig raus. Mal gucken, spring mal hier ab. Jetzt haben wir einen Stand schon wieder zurück, okay. Oh, hier sind wir hin. Alles klar. Läuft doch. Glaube, ich weiß, warum ich zuletzt diese Waffe hatte, anstatt den Karabiner.
Hatte nur zuletzt in einer Runde COD ganz cool. Bei COD 2. Das war halt auch so ein Teil gewesen, aber ja gut. Die Ausrüstung ist eine Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht und so weiter und so bla. Erhöht an Skylines die Präzision von Waffen. Ausrüstung nehmen, brauche ich nicht anlegen, weil das bringt mir jetzt nichts. Ist halt auch so voll mit diesem Zeug, ne? Kopierte Stimme, ja. Hier ist das hier. Wo? Was denn das entdeckt? Ihr sagt aber nur das hier eins, ist nicht wo, ne? Blöde Kuh. Das darf ich ja suchen, ne? Und wann hat er nochmal gespeichert? Ja, was ist denn los? Bin ich blind oder? Hey, da ist ein Lockpick. Sagt sie, wie sie hier vorsteht. Ist hier kein Lockpick, du Pappnase. Ja. Das ist halt blöd. Munition schmeißt sie einem immer zu, aber wenn es hier um Lockpick geht, dann sagt sie nicht wo oder wie. Naja, vielleicht sehe ich es nachher im Video. Dann kann ich aber eh nicht mehr zurücklaufen und dann ist es halt futsch. Ah, hier auf dem Boden. Naja. Mal schön looten. Ja, ich mache hier einfach mal einen Cut und sage bis zur nächsten Folge Bioshock Infinite. Und dann geht's halt noch weiter. So, bis dann.